Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Drive. Heute wieder mit Matthias von Ubi Tested. Servus. Und wir haben heute uns den Golf 7R organisiert und den werden wir jetzt mal testen. So machen wir's. Kommen wir aber nun erstmal zu den rein technischen Daten. Wir haben hier 300 PS, 2 Liter Turbomotor und Allradantrieb. So ist es. Übrigens, Drehmoment haben wir 380 Newtonmeter bei dem Fahrzeug. Die Beschleunigung von 0 auf 100 mit dem DSG und dem 4Motion-Antrieb ist 4,9 Sekunden laut Werksangabe. Und der Topspeed ist üblich 250 km/h abgehen. Der Golf 7, der hat ja ein neues Fahrwerk bekommen. Und zwar gibt es zwei Fahrwerke bis 120 PS. Gibt es die sogenannte einteilige Lenkerachse und alles, was über 120 PS ist, die haben die sogenannte mehrteilige Achse bzw. Achsgeometrie, wo mehrere Lenker einfach das Rad aufnehmen und somit Fahrbahnzustände besser wiedergeben können und ihr habt einfach auch eine wesentlich bessere Straßenlage hier bei dem Auto. Das merkt man beim Golf 7 sehr, finde ich, ab hohen Geschwindigkeiten, so ab 160, 170, dass das Auto insgesamt wesentlich ruhiger auf der Straße liegt und nicht so unruhig ist wie zum Beispiel noch der Golf 6. Hier haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir auch das adaptive Dämpfersystem wieder verbaut haben. Das heißt, unsere Dämpfer passen sich im jeweiligen Fahrmodus automatisch an. Wir können uns die einzelnen Modi herholen, wie auch schon beim Golf GTI Performance. Im Normalfall ist man am besten mit dem Komfortmodus bedient, da man hier im Alltag eigentlich einen wunderbaren Federungskomfort hat, trotz der verbauten 19 Zoll Räder hier auf dem Fahrzeug. Die Lenkung beim Golf R ist angenehm direkt. Im Normalmodus sehr leichtgängig und im Race-Modus mit der nötigen Straffheit. Die Direktheit kommt ebenfalls durch die Straffheit sehr gut rüber, vermittelt einen guten Kontakt zur Fahrbahn und Kurven lassen sich wunderbar ihrem Radius anpassen. Ansonsten die Bremsanlage, die im Fahrzeug verbaut ist, ist auch auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt, lässt sich wunderbar dosieren, allerdings vielleicht mit einem zu weichen Druckpunkt. Der Motor an sich dreht angenehm aus, hat allerdings eine sehr ausgeprägte Anfahrschwäche und zwar unter 3000 Umdrehungen. Sollte der Motor da etwas direkter ansprechen, wäre tatsächlich hier noch eine bessere Performance möglich. Ansonsten, er dreht wunderbar sauber aus und liefert so die 300 PS, die man ihm auch attestiert. Ja, obwohl ich das ja merkwürdig finde, dass er subjektiv zumindest etwas später, sag ich mal, zupackend ist von der Beschleunigung, wobei der GTI schon echt ab 1500, 1800 Umdrehungen spontaner wirkt. Wo der R dann erst wieder oben raus so richtig lebendig wird und dann nochmal ordentlich zupackt. Klar, wir haben ja hier auch knapp 70 mehr PS bzw. 80 mehr PS, wenn wir jetzt mal vom normalen GTI und nicht vom GTI Performance ausgehen. Richtig. Der, wie gesagt, wie du schon sagtest, tatsächlich der GTI spricht untenrum einfach feiner an. Der R hat hier einfach ein ausgeprägtes Loch. Wenn er das tatsächlich kompensieren könnte, dann wäre er wahrscheinlich sogar noch ausgewogener und könnte wahrscheinlich sogar mit größeren Sportwagen noch leichter mithalten, als er so auch schon tut. Im Gegensatz zum Golf GTI ist der Soundgenerator vom Golf R wesentlich lauter, aber das Ploppen zwischen den Schaltvorgängen, das ist auch noch wesentlich lauter, aber hört sich im Gegensatz zum GTI noch so ein Stück satter an. Definitiv ja, satter. Also es macht Spaß, mit dem manuell echt zu schalten. Ja.
Wobei man sagen muss, auf der Autobahn ist es etwas nervig, wenn man dauerhaft im 150-160er km/h Bereich fährt. Da ist das Ganze dann schon so, er geht zwar dann etwas runter mit dem Sound, aber auf die Dauer wird er damit trotzdem etwas dröhnig. Aber man kann zur Not im Innenraum zumindest, wenn einen das zu sehr stört, kann man es im Menü ausstellen, dass der Soundgenerator nicht so prägnant in den Innenraum reinschaltet, möchte ich mal sagen. Oder nicht so laut ist, besser gesagt. Richtig. Da hat VW auf alle Fälle eine sehr gute Arbeit geleistet und hat auch die Möglichkeit hier dem Kunden gelassen, zu sagen, möchte ich jetzt Sound oder möchte ich einfach keinen. Die Sitze, die im VW hier im Golf R verbaut hat, sind extrem gute Sportsitze. Wir haben sehr gute Seitenwangen. Wir sitzen unwahrscheinlich bequem in den Teilen drin. Der Komfort auf Langstrecke ist optimal, da die Ergonomie absolut stimmt hier in dem Fahrzeug. Grundsätzlich muss man auch sagen, die Schenkelauflage ist leider hier nicht ausziehbar. Dadurch längere Beine, naja, würde ich was sagen. Markus, wie schaut es bei dir aus? Ja, also ich finde die Sitze auch für große Menschen recht angenehm. Es ist halt wirklich schade, dass man keine Beinauflage hier zum Ausziehen hat, weil es den Sitzkomfort, sage ich mal, auf alle Fälle für langgebaute Menschen, für mich nochmal steigern würde. Ansonsten, ich denke mal, die Sitze haben, trotz dass sie recht sportlich ausgeprägt sind, noch einen relativ guten Langstreckenkomfort, ohne dass man jetzt nach 300, 400 Kilometer aussteigt und sagt, boah, nee, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr weiterzufahren. VW hat da, denke ich, einen guten Kompromiss gefunden, einfach von der Auslegung von den Sitzen. Sie bieten, wie gesagt, bei sportlicher Fahrweise genügend Seitenhalt, auf Langstrecke ausreichend und guter Komfort, sodass ich nach 2-3 Stunden Dauerfahrt tatsächlich auch noch entspannt aussteige, ohne mit dem Rücken Probleme zu bekommen. Die restliche Ergonomie ist natürlich golftypisch, alles sauber, alles auf einen Blick, das Multifunktionslenkrad ein bisschen überfrachtet mit den vielen Tasten, der große Bildschirm, wunderbar, könnte allerdings von der Auflösung meine Meinung etwas besser sein.